Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt-Nachrichten. Mein Name ist Felix Rick und heute gibt es ein paar News für euch. Unter anderem zu Norman Reedus, der will wieder mit Hideo Kojima zusammenarbeiten. Dann Doom 64, das ja bald rauskommt, bekommt ein neues Kapitel, das man so noch nicht gesehen hat. Call of Duty Warzone ist ab heute 20 Uhr spielbar. Und 2K Games und die NFL werden wieder zusammenarbeiten, um Videospiele auf den Markt zu bringen. Falls euch dieses Video gefällt, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch auf die Glocke drückt. In dem Sinne jetzt viel Spaß mit unseren Nachrichten. Norman Reedus, den kennt man aus The Walking Dead und natürlich auch aus Death Stranding, wo er mit Hideo Kojima zusammengearbeitet hat. In einem Interview mit Wired hat er jetzt so ein bisschen über die Zusammenarbeit gesprochen, hat gesagt, ne, Guillermo del Toro hat mich angerufen, hat gesagt, Hideo Kojima wird sich bei dir melden, sagt dann einfach ja, und so kam das Ganze dann zustande. Und jetzt hat er eben dann in diesem Interview gesagt, dass Death Stranding ein großer Hit war und dass sie gerade noch im Gespräch sind, also er und Hideo Kojima, dass sie gerade im Gespräch sind, noch anderen Kram zu machen. Sieht also ganz gut aus, dass da in Zukunft auch noch was von denen kommen wird. Vielleicht kommt ja tatsächlich ein neues Silent Hills jetzt doch, weil das wurde ja schon in der Vergangenheit gemunkelt. Oder es ist vielleicht eine Serie oder ein Film, weil Hideo Kojima hat ja auch gesagt, dass er gerne in die Richtung auch was machen würde. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hätte nichts dagegen, wenn die beiden nochmal zusammenarbeiten. Doom 64 ist ein Doom, das viele Leute nicht gespielt haben. Ein exklusives Spiel für das Nintendo 64, das nicht einfach nur eine Portierung war, sondern im Endeffekt Doom 3, weil es die Geschichte von Doom 2 weitergeführt hat. Und das bekommt man ja als Vorbesteller-Boni, wenn man sich Doom Eternal bestellt. Kann man aber auch so kaufen. Das Ganze kommt am 20. März dann raus. Und was die Entwickler jetzt gesagt haben, man kann in diesem Spiel dann ein zusätzliches Kapitel freischalten. Das wurde extra entwickelt. Das dann auch eine eigene Geschichte hat. In Doom 64 besiegt man nämlich den Mother Demon und dieser hat dann wohl eine Schwester und darum dreht sich dann die Storyline. Und wenn man diese Schwester dann besiegt, dann gibt es noch ein bisschen Story, dass die ganz interessant sein soll für Fans des Ur-Dooms als auch der neuen Doom-Spieler, also irgendwas, was diese ganze Lore dann zusammenbindet. Finde ich auf jeden Fall recht cool. Ich freue mich da sehr drauf, weil ich habe Doom 64 tatsächlich damals auch verpasst. Gestern in unserer Nachrichtensendung war Call of Duty Warzone noch so ein bisschen Gerüchteküche. Dann wurde es am Abend bestätigt, ein Trailer ist rausgekommen. Und jetzt kann ich euch sagen, dass das Spiel ab 20 Uhr für alle spielbar sein wird. Ist ein kostenloses Free-to-Play-Spiel, das man sich runterladen kann. Man braucht auch kein Modern Warfare dafür. Wenn man Modern Warfare besitzt, kann man es aber jetzt schon spielen. Alle anderen, wie gesagt, dann ab 20 Uhr. Ist Battle Royale für 150 Spieler. Gibt aber noch einen weiteren Modus namens Plunder, wo es dann darum geht, dass man Cash zu sammeln und für PlayStation 4 Besitzer vielleicht ganz interessant, ihr werdet keine PlayStation Plus Mitgliedschaft brauchen, um das Spiel zu zocken. 2K Games und die NFL haben bekannt gegeben, dass sie wieder zusammenarbeiten werden. Sie sind nämlich eine Partnerschaft eingegangen, die über mehrere Jahre gehen soll. Heißt, Footballspiele von 2K Games werden kommen. Allerdings gibt es bei dieser Partnerschaft eine Einschränkung. Es sollen keine Football-Simulationen dann entstehen. So etwas wie zum Beispiel NFL Madden. Das wird dann wohl nicht sein. Aber eher vielleicht arcadigere Spiele, Handyspiele, sowas in die Richtung, das wird wohl kommen. Erste Spiele sollen im Jahr 2021 sein. Welche genau das sind, wurde noch nicht gesagt. Ja, mal schauen, was aus dieser Partnerschaft dann hervorgehen wird. Das waren die Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao.